Patch! Willkommen zu. Ja, willkommen zurück zu Ruby Season 3. Ich bin der Mann. Hallo! Hi! Kamerabmann! Ich dachte, Nora hätte das für mich schon erledigt. Nein, ich hab das zum Glück nicht gehört. Nein? Er war doch noch nicht mal drauf, oder? Ihr habt den Schlüssel! So, welche Tür machen wir auf? Links oder rechts? Das egal ist, links. Links. Nein, wir müssen rechts! Nein, wir sind nicht rechts! Wir sind nicht rechtslastig. Achso, ich habe ja gesagt, dass ich. Also, schaut auf meinen Kanal vorbei, da gibt es eine ETS-Folge, wo ich eine Stunde lang über Trump rede. Mach das einfach mal nicht. Wenn die Folge bis dann überhaupt ausgestrahlt wird. Das kommt ja darauf an, weil die Movie-Folge rauskommt. Ne? Das ist wahr. Naja, bei dir sind sie ja relativ früh rausgekommen. Nee, Movie habe ich ja, die erste Staffel habe ich ja nicht aufgenommen. Das ist überhaupt mit auf? Echt nicht? Jetzt nehme ich mit auf. Ja, die erste Staffel Ruby habe ich ja nicht mit aufgenommen. Dann wird das bei dir ja Season 1 und bei uns Season 2. Genau. Ich meine, da die Story im Endeffekt dieselbe ist, nur ein anderes Team, ist das ja fast, ne? Die Kommentare sind geiler. Das ist wahr. Ich kann dann einfach sagen, ja, wir sind erfahrener in unserem Spiel- und Kommentierstil. Ich bin so erfahren als ihr beide, weil ich die Spielstücke 17 Mal durchgespielt habe. Ach, das weiß ja keiner. Ja, jetzt wird es nicht mehr. Wuhu! Ulti! Doom! Das fühlt sich immer ein bisschen an wie so ein Night Reaper bei dir. Wie Nora immer dieses so. Jedes Mal, ja, die ekelt sich von ihr selbst einfach. Ja, wahrscheinlich. Die wurde auch schon seit Jahren unten nicht mehr angefasst, wenn sie denkt, ah, ein König auf der Castle, das ist das Tor gelockt. Ja! Ernsthaft? Ja, da muss sein, Alter. Hui! Was machen die beiden da oben? Wir sind oben. Ja, da wo wir hergekommen sind, da stehen irgendwie nur noch so zwei Eber. Glaube ich. Hey, hallo? Kampf ist hier unten! Entschuldigung! Hallo! Ja, mal das, was meinst du? Hört sich gerade nach Red Like Roses Part 2 an, oder? Hm. Aber ich hab hier hochgeglitscht, bin da, ich kann die wegkloppen. Ja gut, aber ich bin hier unten. Ich bin immer noch am unteren Teil der Nahrungskette. Ja. Allein der Level-Unterschied, ne? Sagen wir mal legendär. Ulti! It's gonna be legend. There we go. Ich weiß nicht, wie dieser Satz geht, aber irgendwie so in der Art. Stairway to Heaven. Was? Stairway to Heaven ist was anderes. Ach echt? Das hat ein bisschen mehr mit Musik zu tun. Als mit dem Bro-Code. Stairway heißt ja Treppe, ne? Haus. Treppenhaus. Ja, irgendwie so. Artefakt ist das der neue Pornosender von Arthur, oder was? Haben wir zwei paar Fotos. Komm, der war gar nicht so schlecht, Leute. Könnt ihr wenigstens drauf reagieren. Das war schon wieder nicht schlecht, Mann, weil du hast ja Artefakt, das ist der neue Pornosender von Arthur. Oh Gott, Alter. Ernsthaft? Really, Alter? Alles klar. Ich sag dir, ne, wegen des Satzes strikt mich das Öffentlich-Rechtliche. Ja. Kommen die Leute von Game 2 und finden. Moment, ist Arte überhaupt Öffentlich-Rechtlich? Ja, Arte ist, glaube ich, von ARD direkt. Arte ist doch soweit ich Französische, ne? Ja, aber das ist irgendwie gekauft und irgendwie. Ja, dann wollen wir den Weg auch noch mal gehen. Oh, ich bin übrigens tot. Wollen wir in der rechten Tür auch nochmal gehen? Zurückgehen zur rechten Tür? Und dann hab ich hochgehen. Danke. Ich hab tatsächlich auch gerade wegen dir eine Ulti bekommen. Nana. Ja, das weiß ich. Kannst du denn überhaupt jetzt spielen, wenn du keine Pute hast? Was? Ja, deine Pute ist doch schlecht. Nein, hat noch zwei andere Brüste, die kann auch verbraten. Ach Gott. Ja, gut. Mann, Mann, der war so schlecht. Weißt du, Nana, ich glitsche mich trotzdem mal kurz hier hoch zu der anderen Seite, weil da kann ich wenigstens den Artefakt holen. Ja, tu das. Halt mal. Der Artefakt Geilheit pur, halt. Ja, du bist hier Mr. Geilheit, ey. So geil, dass ich es eh nicht bin.
Nee, ich bin einfach XP-Geil, Alter. Clever. Was? Du brauchst den Wald, den Leatherman! Clever getarte Sprungrätsel. So heißt das Achievement, das ich bekommen habe, Alter. Ah ja. Ich gehöre jetzt zu diesen Leuten, die benennen ihre Folgen sehr gerne nach Achievements, ne, aus Spielen. So, ich habe ein Level abbekommen. Verbesserte Froschschenke auf. Ach nee, brauche ich einen. Ja. Was? Verbesserte Froschschenkel? Ja, das ist hyper. Nein, verbesserte Elektroschläge. Weil ich greife ja mit Elektro-Angriffen an. Ich greife ja mit Elektro-Angriffen an. Ich bin drin zum Texaner mutiert oder was? Hm. Ja, du weißt, Texaner willst du in der Mauer haben oder was? Nix Mexikaner, Texaner! Ja, Texaner, Mexikaner, ist dasselbe! Ich bin ja pro Mexiko. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Leute! Mein Stuhl wird gerade töten, Mann. Das ist Cybers wahre Ulti. Wirft einfach einen Stuhl durch den Raum. Stuhl Ulti, aktiv! Ohne Witz, wir müssen wirklich mal so ein Dingens hier ausfüllen. So ein Charakterbogen wie bei Ruby, ey. Ja, wegen den Ultis und so. Name der Waffe, Stuhl. Gank. Ich dachte, wir machen so ein Spiel mit RPG Maker, wann wir. Ah, nein, nein. Oh Gott. Kann ich überhaupt angegriffen werden, wo ich bin? I have. Wait, what? Ich kann hier nicht angegriffen werden, ich glaube. Andi, doch, ich hab Schaden bekommen, schade. Ich bin falsch. Bin weitergelaufen. Warte mal. Hey, wir sind irgendwie doch richtig. Ach, sehr schön, wir kommen ja noch weiter runter. Hey. Ah, du Kacknoob, ey. Hey, mein Artefaktriecher war gerade aktiv. Cyberbus raus. Nein. Ich hab mich nicht gedreht, ich bin nicht raus. Oh, hier geht's nicht weiter. Aber ganz ehrlich, ich finde ja irgendwie die Kommentare, die sie im Kampf ablassen, von Ruby irgendwie geiler. Meinst du? Allein die Folge, allein bei der Mountain Glen so. Oh, I thought we're done with Mountain Glen. Das ist einfach geil. Von Ruby, ne? Mhm. Ich finde die Sprüche von Team Juniper aber auch ganz okay. Mhm. It's so pretty! Give me every break! I thought! I need a little bit of help over here! Put the Spencer here. Spencer? Sind wir eher bei Pretty Little Liars oder was? Nein, ich meine, ich hab eher gesagt, put the Spencer here. I need a little bit help. Oh, ich muss, nachdem ich dich wiederbelebt hab. Kennen wir Spenny oder was? Put the Spencer here. Ja, ich weiß schon. Du weißt, dass es aus Dingens kam? Ja. Half-Life? Nee. Oh, ich bin tot. Ich musste gerade skillen. Lockdown. So. Tuck! Tuck! Oh, die Wand bricht ein! Oh, kennt ihr Tuck? Oh, die Dinger sind so geil. Tuck-Kekse, ja, schwulster Keks des Jahres. Bitte was? Ja, Tuck, schwulster Keks des Jahres. Was? Tuck, schwulster was? Ja, Tuck, ein schwulster Keks des Jahres. Ja, das habe ich schon verstanden, aber... Nada, was labert deine Charakter für einen Scheiß, Alter? Warum? Wir sollen uns mit Baumcreme einschmieren, dann können wir uns beim Nachhausegehen ablecken. Bitte was? What? Ja, das hat Nora gerade gesagt, Alter. What the fuck? Artefakt. Ich sag what the fuck und was sagt Cyber Artefakt? Muss er sein, brauche ich meins. Artefakt, geil ist der. Oh yeah. Wer ist denn Mainz? Mainz? Ja, Mainz ist ein Drecksloch, ja, Mainz auch. Ich
Cyber, du stehst hier nur dumm in der Gegend rum. Ja, das ist ja normal. Das finde ich vernünftig. Leute, die skillen, das finde ich sehr vernünftig. Das ist die erste Rollenspielregel. Skillen geht vor allem anderen. Würde ich aber auch sagen. Ja, natürlich. Vor allem in solchen Spielen, wo du halt während des Spiels skillen musst, wie in Borderlands oder so. Das Bild sieht einfach so geil aus. Schießen, wegschieben. Echt, waren das nur 5 Wellen hier? Ich hatte irgendwie im Kopf, das waren mehr. Ja, wann war die letzten 2 Daumen? Ich hatte irgendwie, da kommt doch diese lila Teile am Ende noch so ganz viel, ne? Diese Kristallteile. Ja, genau. Ah, ja. Ja, Übertyp. Nicht damals schon wusste, wie man ihn besiegt und ihn noch keinen Plan hatte. Mhm. Ich das einfach schon vorher, bevor wir der Aufnahme hatten, einfach einmal durchgezockt habe. Alter, übersteuer mal hart, ey. Was war mit übersteuern? Will mal was? Viel Spaß beim Nachbearbeiten. Ja, vor allem, ich habe mich halt gerade einfach, als ich mein Mikrofon hochgestellt habe, selbst ein bisschen übertriebenes gehört. Das Problem habe ich zum Glück nicht. Ja, das ist, weil ich habe mein Mischpult auf Monitor eingestellt, dass ich halt mich selbst immer höre, nur nicht so laut. Sagst du gerade Hammerlock? Hammerlock? Sir Hammerlock oder was? Levelup! Achso. Oh, meine Nase kratzt. Dann musst du jucken. Ja, hatte ich vor. Ich habe aber beide Hände am... Du weißt schon, was du gerade gesagt hast, ne? Was? Was? Deine Nase kratzt. Ja, musst du jucken. Also, oh. Ja, gut. Wertvollster Wellenspieler. Das ist mein Job. GZ. Also, ich lese da lieber die SZ als die GZ, aber... Die Essener Zeitung. Die Essener Zeitung? Die Essener Zeitung. Das kann sein, ja, ich kenne ich nicht. Ja, du liest immer die SZ statt die GZ. So. Ja, besser als GZ, SZ, ne? Ja, auch wieder wahr. Ja, das sind gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wenn du das guckst, hast du ja schlechte Zeiten. Wenn du das guckst, hast du ja schlechte Zeiten. Ja, das ist allerdings wahr. Ich hab nur mein Schild rumwerf. Boing. Aber wir wollen uns eigentlich kaum um das Spiel kümmern. Und, oh nein. Ja, das Spiel ist ja eher so, du musst halt... Ja. Einfach nur draufhauen. Ja. Du kannst auch hier nicht irgendwie jetzt einen Fick auf die Dialoge geben. Das geht halt nicht. Du musst ja halt ignorieren. Also ich glaube, das Ding als Story-LP raus haben. Was ist mit Allah? Allah Akbar. Allahu Akbar, mein Bruder! Allah! Echt, waren immer schon 2 Stück davon gleichzeitig? Ja. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass das erste Mal ein war. Doom! Einer tot. Für Doomhammer! Mutantenjäger bekommen? Hm? Mutantenjäger Achievement bekommen? Nein, wahrscheinlich. Ja, ich schon! Aber die Frage war bei euch! Nein, ich nicht. Ja, da habe ich wohl irgendwas Specialiges gemacht. Gott. Was haben wir gebracht? Final Wave. Geschafft. Wir haben einfach im Hintergrund gehört. Ich meine, aber weißt du nochmal das Aura gut? Das war ist sein Leben. Gott. Aura ist Leben? Ja. Was? Aber Cyber? Aura ist für mich ein Minecraft-Projekt. Das nächste Mal wieder.